Hey Leute, heute geht's zum nächsten Mysterium. Wir haben hier ein Piratenschiff. Habt ihr es schon mal gesehen? Ich werde euch heute mal zeigen, wie ihr da hinkommt und was es damit soweit auf sich hat. Und zwar müsst ihr euch als allererstes zur Stätte der einsamen Wolken teleportieren. Das ist dieser Ort auf dieser Insel in der Nähe von der Geohypostase und östlich von Lyue. So, hier angekommen geht ihr an dem Berg vorbei und seid an der Stelle, wo das Video begonnen hat. Um das hier ein bisschen augenscheinlich schöner zu gestalten, würde ich jetzt auf den Berg klettern, um da ein besseren View zu bekommen. Ja, hier sind by the way auch drei Magier noch auf dem Berg. Das ist auch ganz schön krass, muss ich sagen. Huiuiui! Naja, auf jeden Fall haben wir hier Feuer-, Eis- und Wassermagier. Einfach traumhaft. So, nahezu oben angekommen, können wir jetzt einfach hier herunterblicken und sehen dort das Schiff. Das ist auch tatsächlich der Weg, um auf das Schiff zu gelangen. Das, was wir jetzt auch hier tun werden. Also man nimmt einfach ein wenig Anlauf, springt los und gleitet hinüber zu diesem traumhaften Aggregat. Im Hintergrund sehen wir hier noch die seltsamen Landschaften, oder Insellandschaften besser gesagt. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wahrscheinlich ist das einfach nur zur Zierde. Wie ihr seht, ist die Ausdaueranzeige noch halb voll, also gar kein Problem für die Erledigung. Und hier werden wir feststellen, dass es sich um einige Piraten handelt, die unter Baidu, der Charakter, der Blitzcharakter, den wir auch selber erlangen können, handelt. Entsprechend haben die auch die eine oder andere Mission. Die erzählen uns zum Beispiel, dass sie hier vor Anker liegen und auf Baidu warten, die sich gerade in Liyue in der Stadt aufhält, um da Vorräte zu besorgen. Es gibt hier einiges zu erledigen, also geht hier hin, erledigt alles, hilft den Leuten und dann ist alles paletti.